Pfennig. Oh. Genesungstrank. Bisschen Zeug. Ich würde sagen, wir müssen hier ab nach oben. Ja, es sieht aus, als müsste ich hier hin. Sieh mal da vorne. Das sieht doch gut aus. Sieht schlecht aus. Denn da komme ich nicht hin. Ganz genau. Zack. So, weg. Nee. Flammenbiss. Gut. Das waren alle. Geht doch. Kettenblitz. Ist das... Habe ich den Kettenblitz wirklich ausgewählt? Ja. Ach, Typi, wo bist du? So, weiter geht's. Zack. Den ersten... Sternlingstypi, der weggegangen ist. Ah, komm schon. Zack. Idiot. Die Typen sind weg. Kirasch, das sind viele. Och nee, nicht schon wieder. Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Hä? Was habe ich da an? Warte mal kurz.
Wieso habe ich da so ein Zeug an? Sieh mal da vorne. Das sieht doch gut aus. Das erklärt jetzt alles. Deswegen bin ich so scheiße gewesen. Ein Feuerelementar. So. Flammenbiss. Okay. Jetzt wird es um einiges cooler. Haha. wieso habe ich denn... Wieso habe ich das Ding nicht schon vorher dabei gehabt? Na? Komm schon. Ah. Feuerelementar, muss ich dich wieder hier hinrufen? Zopf, zack. Flammenbiss. Ja, jetzt macht das alles auch viel, viel mehr Spaß. Komm, weiter, nächste. Kirasch, das sind viele. Na? Komm, grillen. Geht doch. Ja. So geht das alles viel einfacher. Speichern. Weiter nach oben. Wieso habe ich gerade mit edlen Sachen gekämpft? Gut. Jetzt sehen wir mal, ob wir diesen Alarm irgendwie deaktivieren können. Was ist? Funktioniert es? Verdammt. Aber... Weg hier! Fliehen. Wohin? Wohin fliehen? Dieser Stahlvogel begonnen hat, das Schiff zu zerlegen. Dem Zufall sei Dank war ich gerade an Land. Liam hat es nicht geschafft. Es ging einfach zu schnell. Bei Malfas. Dann sind wir die einzigen Überlebenden. Juhu! Ach,
Haha, jetzt muss ich mir das wieder anhören. Ja, bedeutet das, Kurmai und die alte Magistra haben es nicht geschafft? Oh, das ist tragisch. Ich schäme mich zu fragen, aber was ist mit dem Numinos? Habt ihr zumindest darüber etwas herausfinden können? Ja. Eine Karte? Wenn ich daran glauben würde, müsste ich das jetzt einen Wink des Schicksals nennen. Ich denke, ich weiß, wo wir eine finden können. Und dort könnte sich auch zeitgleich unser Fahrschein nach unten befinden. Und wo? Weiter oben. Kommt, gehen wir. So, weiter oben. Vespa folgen. Gut, machen wir. Wie habt ihr es überhaupt hierher geschafft? Und was ist das hier? Eine Art Tunnelsystem? Bitte, duz mich. Ich glaube, wir haben dafür jetzt genug miteinander erlebt. Und was die Frage angeht, es gab noch einen versteckten Eingang draußen am Turm, der direkt in diese Schächte geführt hat. Ich glaube, das waren so eine Art Abkürzung. Ich weiß nicht. Aber kann man fast jeden Ort im Turm erreichen. Geflügelfleisch. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Oh ja. Das ist allein schon witzig, wenn wir hier durchlaufen. Wenn ich irgendwas, ich kodiere ja mit konstanter Qualität. Und wenn ich hier durchlaufe, sind das etwa 10 MB pro Sekunde, die ich verbrauche an Bitrate. Wenn ich das so mache, habe ich 0,1 MB pro Sekunde. Hier ein Bitrate hier durchgehen. Also so mehr ich mich bewege, desto um einiges mehr muss ich nachher hochladen. In Folgen, wo geredet werden. Wartet. Das gefällt mir nicht. Verflucht nochmal, das musste ja kommen. In den Turm, schnell! Feinde, mach dich bereit. Und Folgen, wo nur geredet haben, haben dann 700 MB und Folgen, wo ich nur laufe, haben 8 GB. Also Faktor 10. Willst du uns jetzt deinen Plan verraten, Messer Dalvarek? Erstmal brauchen wir diese Karte. Naja, dann setzen wir uns in diese Kugeln und lassen uns fallen. Lassen uns fallen? Kurmai hat mir davon erzählt. Er hatte auf dem Luftschiff ähnliche. Sie federn den Sturz angeblich ab. Oder hast du eine bessere Idee? Nein. Gut, dann los. Finden wir diese verdammte Karte. Pyrische Weltkarte finden. Okay. Suchen wir mal. Sekunden verbleiben. Ach, geil. Pergament. Kelch des alten Volkes. Verdammt, wo ist diese scheiß Karte? Hier ist auch keine Karte, keine Karte, keine Karte. Leeres Pergament. Ah, ne, ich wollte kein zerstörtes Buch mitnehmen. Rolle der Wohltat.